Es ist ein vierstelliger Code, der das Tor zum Testgelände von Daimler Truck öffnet. Gleich in der Nähe des Flughafens von Rovaniemi. Es ist noch früh morgens, die Sonne lässt sich hier, wenn überhaupt, erst später blicken. Langsam findet sich das Team ein. Zu Spitzenzeiten sind es über 60 Personen aus den Bereichen TT und TE. Morgen! Thorsten Sauer hat vor Ort das Sagen und den Überblick, wenn auch zum letzten Mal in diesem Winter. 8.30 Uhr, sure fix. So, guten Morgen zusammen. Fangen wir gemeinsam an. Für mich heute das letzte Frühgespräch. Ich werde morgen früh abreisen. Der Thorsten Abendroth wird dann heute Abend hier anreisen und ab morgen für mich übernehmen. Fahrzeug- und Fahrerplanung, Sonderfahrten, was bringt der Tag? Alles wird besprochen, im Visier dabei permanent das Wetter. Je kälter, je besser. Also für die arktischen Bedingungen hier für uns ganz wichtig ist einmal die Temperatur, zum Beispiel Kaltstart bei minus 30 Grad, die Sie Ihr Fahrzeug morgens wieder anbekommen. Darüber hinaus ist Schnee für uns wichtig, einmal für das Thema Traktion oder auch das Schneebepackung. Also bei den neueren Fahrzeuggenerationen müssen wir zusehen, wie setzen sich bestimmte Stellen am Fahrzeug zu, wie tauen die Fahrzeuge ab, ob sich daraus Probleme ableiten könnten lassen oder nicht. Deswegen brauchen wir die Kombination aus Kalt, aber auch Schnee. Kälte, Schnee und natürlich Kaffee. Mittlerweile macht sich Thomas Heger Abfahrt bereit. Für den Ingenieur stehen heute gleich mehrere Tests mit dem eActros 600 an. Am Steigungshügel soll die Anti-Jerk-Funktion geprüft werden, also der Einsatz des Anti-Ruckler-Reglers im Schnee und Eis. Wir testen allgemein die Funktionsweise des Powertrain-Inverters. Das ist der Wechselrichter für die E-Maschine, die Antriebs-E-Maschine. Und dort testen wir im Moment unsere Seriensoftware auf Herz und Niere. Und wollen darauf basierend unsere Freigabe erteilen. Am Mittag zieht es Thomas Heger auf die Piste. 130 Kilometer nordwärts Richtung Sudenkile. Auf dem Prüfstand diesmal der Einfluss des Thermomanagements auf die Funktionen. Auf dem Testgelände treffen wir Heiko Hurle, Fahrtrainer und bereits zum, Achtung, 37. Mal in Finnland bei der Wintererprobung dabei. Das sind rund 3,5 Jahre. Vollbremsung mit 70 Sachen und 8 Tonnen Gewicht auf eisglatter Fahrbahn. Keiner hat mehr Erfahrung als er. Also die ersten 2-3 Jahre, wo ich hier hochkam, war hier gar nichts. Da hatte noch eine Wechselbrücke vom LKW hier stehen, die war als Werkstatt gedacht und als Aufenthaltsraum. Und PAP hatten wir dann kleine Holzhütten, wo man uns drin aufwärmen konnte. Und dann 2000 hier die Werkstatt. Jetzt warst du mit 21, 22 zum ersten Mal oben, jetzt bist du 58. Wie lange willst du den Quatsch noch machen? Noch 3 Mal und dann gehe ich in Rente. Heiko Hurle ist vor allem vom Teamgeist der Mannschaft angetan. Und um diesen kümmert sich vorwiegend Heiko Merz. Er sorgt für die Voraussetzung, dass hier alles glatt läuft. Also es bedarf von Hotelbuchungen, wo ich übernehme, über Ansprechpartner für Hotels, für die TE-Obkommen, wenn die zum Beispiel zu Besuch kommt. Bis hin, wenn der Mitarbeiter zum Arzt muss, dementsprechend wird er auch unterstützt. Auch Uwe Anselmann sorgt für einen reibungslosen Ablauf. Unter anderem ist er auf dem Gelände für die Sicherheit zuständig. Der Meister aus Wörth setzt auf die Selbstdisziplin der Mannschaft. Aussetzer gibt es jedoch vereinzelt, Stichwort Schlüsselrückgabe. Wenn halt jemand am Feierabend der Schlüssel noch Einstiege hat und am nächsten Morgen um 4.30 Uhr Richtung Heimat fliegt, ist es immer ein bisschen tricky. Ja, dann muss man sich wieder jemanden suchen, der kommt und den Schlüssel wieder mitbringt aus Stuttgart oder aus Wörth. In der Regel gucken wir immer, dass wir Ersatzschlüssel dabei haben. Funktioniert normal immer. Aber wir haben auch schon genügend Schlüssel hinterher telefoniert und ja, kommt einfach mal vor. Mittlerweile ist auch Thomas Heger mit seinem eActros zurückgekehrt. Übergabe an die Kollegen von der Spätschicht. Genau, mein Testlot ist jetzt vorbei, Messung gut gemacht. Ich habe das Fahrzeug jetzt an die Kollegen vom Energiemanagement übergeben. Und jetzt geht es bei mir weiter, Messdatenanalyse und dann Feierabend. Ralf Oberfell und Lars Verstera übernehmen jetzt. Erste Aufgabe, den eActros 600 leer zu fahren. Es geht in die Nacht und nach Rovaniemi zu einer öffentlichen Ladestation. Praxistest und es wird auch höchste Zeit. Chat ist hier. Da sind die DC-Ladestationen. Hier in dem Fall richtig gut auch für große LKWs zur Reihenfahrt rein. Und dann testen wir
das Laden funktioniert. So, ziemlich viel Platz. Schauen wir, dass wir ganz links rangehen und nehmen hier direkt dann die erste Ladesäule. Nachgestellt wird eine gewöhnliche Beladung. Grünes Licht, die Energie fließt. Von Mitte Januar bis Mitte März wurden die Trucks vor Ort auf Herz und Nieren geprüft. Im Fokus Serienthemen und Weiterentwicklung der Serienfahrzeuge und Dieselaggregate. Am eActros 600 im Visier Getriebeentwicklung, Lenkung, Motoren, Bremsen, Serienbetreuung, Scheinwerfererprobung für Matrix LED. Ein Fazit kurz vor Schluss. Rückfahrt ist für uns auch noch Teil der Wintererprobung. Dann haben wir die meisten Tests jetzt positiv durchlaufen. Natürlich findet man immer noch irgendwelche Kleinigkeiten, dass Applikationen oder Detailanpassungen noch durchgeführt werden müssen. Wir haben keine Unfälle mit den Fahrzeugen gehabt, läuft alles gut und wir sind optimistisch, dass wir das Auto dann auch in 10 Monaten in den Markt einführen können. Bei Temperaturen von minus 36 Grad bis um den Gefrierpunkt. Am Ende steht unterm Strich: Das Ergebnis ist eingefahren. Zum Schluss noch diese Impression, gefilmt von Kollege Carsten Maurer. Ein Sonnenaufgang voller Magie bei klirrender Kälte in Rovaniemi, Finnland.